Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 73. Und heute geht's auf zu den Piraten. Wir hatten ja in der letzten Folge hier Schluss gemacht. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Mit den Piraten. So. Ja, wir sind 44, 49, passt. Dann können wir auch nichts viel falsch machen. Weil hier ist, wenn man hier wirklich auf der Stufe 44 oder so ist, ist das wirklich hart. Jetzt, wo wir ein bisschen weiter sind, passt das schon. Wir werden uns so schnell wie möglich nach vorne kämpfen, damit wir ins Lager kommen, weil da ist der meiste Trubel. Sag ich mal. Gucken, dass wir unten am Rand lang gehen, da sind die so arg so viele Gegner. Wie gesagt, wenn wir das gut schaffen. Naja. Das ist nämlich der Eingang. Passt das schon ganz gut. Haben wir, glaube ich, noch genug. Und ich habe einen Taschenmesser. 1,3K Pfeile. Ja, sprich 1300. Das ist der größte Pfeil. Fast. Also kein Problem für uns. Sehr gut. Na gut, die werden noch nicht viel größer hier. Ne? 44, 45. Oh. Wie gesagt. Dadurch, dass wir ein bisschen größer sind, ist das schon gut. Damals? Aber anscheinend nicht. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass der Elite ist, aber. Oder hier war es damals elitär schwer. Das könnte sein. Wie gesagt, es ist richtig krass gewesen hier. Kommen wir nämlich gleich hier in das Gebäude. Das sind nur so, ich sag mal, Päckchen, die wir uns holen müssen. Warten wir kurz, dann trinken wir schnell was. Kriegt er auch einen Fisch in die Backe geklatscht. Dann was Glücklicher. Dann holen wir uns nämlich den Newton hier. Wollte ich angeschießen, naja, gut. Ist aber auch nicht locker. Zu viel Akku gezogen. Schnell einsammeln. Wo ist da das Gebäude? Also als Jäger funktioniert das ja wunderbar.
schon immer wieder sagen. Vielleicht kriegen wir es sogar hin und werden Stufe 50. Wäre noch schöner. Ist ja lustig. Ich dachte, der greift jetzt uns an, weil wir den Pult haben. Die Zimmer wollte irgendwie gar keine Notiz haben. Und hier Schlüssel des Captains. Kommen wir dann an die Truhe vom Captain. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Ich glaube, irgendein Teil, was eine Quest startet, wenn ich mich richtig entsinne. Irgendwie so war das. Schön. Ja, die haben den alle. Noch keiner verliert. Und falls den alle verliert, hat er noch einer den. So, keine Panik. Ja, noch einer. Und man kriegt nur eine in die Tasche. Hier wird es ja schon wieder kritisch, wie ihr seht. So viele Gegner drin sind. Das war echt nicht schön. Sagen, oh, das ist die Truhe, aber nein, das ist nicht die Truhe. Hier ist der Vorrat. Ach, schon eine Fracht. Sehr schön, das haben wir auch. Und hier, wenn man wirklich als Jäger hingeht, ist das kein Problem. Tolle Bilder, bestimmt alle geklaut. Dockarbeiter. Dockarbeiter. Schön. Müssen wir auch da hinten in das Schiff? Ne, noch nicht. Ein bisschen wegzulocken. Wenn die respawnen, nicht direkt alle auf uns drauf laufen. Weil das ist ziemlich uncool. Aber die Güter haben sie anscheinend alle auch. Auch wenn sie keinen Augenkopf haben. Solche Weicheier, ehrlich. Unglaublich. Aber wir müssen erstmal was trinken. Das ist ja schon fies hier. An ganzen Stellen. So. Upsala, da wollte ich gar nicht hin.
Was ist das? Haben wir auch noch fertig. Die Güter haben wir auch noch fertig. Schicksal, bla bla bla. Elemente. Der Superkleber ist in Gro. Sind die Elemente? Da müssen wir sie forschen. Hier irgendwo ist der Superkleber. Da können wir auch was haben. Okay. Schön, schön, schön. Erstmal andenken lassen hier. Noch mehr Dagarbeiter. Ah, das ist das, was ich meinte. Naja, gut. Wir sind ja schon groß, zur Not können wir uns totstellen. So, je nachdem wie viel wir abbekommen. Hier nochmal heilen. Einsammeln. Ich habe es immer noch nicht geschafft, zum Lehrer zu gehen und die nächste Tierheilstufe zu holen. So. Schon noch ein Fisch. Aber geht ganz gut wie auch. Und toll, ich dachte, das sind alles Piraten. Seeräuber, Piraten. Und Dockarbeiter haben gut gearbeitet hier. Das heißt, da müssen wir nachher nochmal hin, okay. Kein Problem für uns. Was sind die Besten? Einfach nur stehen bleiben. Die mag ich. Die mag ich nicht. Die holen zurück. Zu tun, wenn wir das über die machen wollen würden. Sagen, wenn wir 50 werden, dann kommen wir ja mal nach Sturmwind zurück und zum Lehrer gehen und uns das nächste Heilen holen. Ich glaube, das macht nämlich mehr, das macht auch Sinn. So, dann nächste.
Hüte müssten wir auch fertig haben. Ja, das werden hier noch angezeigt normalerweise. Hätte schon eine krasse Range, der Jäger. Muss ich ja mal sagen. Oh, dann können wir mit 50 das wilde Herz machen. Schön. Naja. Ist ja eine schöne Hose, aber nö. Nur Strumpfhosen. Oder ich brauche die Todeskippen, brauche ich nachher eine Quest für oder so. Schließkassette, was ist das für den Schurken? Ich glaube, wir können nämlich auch. Nö, doch nicht. Ich kann sagen, ja auch Schließkassetten öffnen üben, aber nein, passt. Patronneure brauchen wir noch 3. Sind von den anderen alle 1, außer die Seerüber davon 2. So. Seeräuber. Patronneure und Dockarbeiter haben wir dann auch voll. Dann nicht wieder ganz viel nachspawnt. So, nee, falsch. Jetzt aber. Fertig. Ja, schön. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich meine, wir können mit 50 auch neues Trinken holen. Oder mit 55. Das drin sein. Wir müssen gleich auch von der Tiger holen. Schlapphorn hier. Sagen. In der nächsten Folge gehen wir unsere Quests abgeben und je nachdem, wie weit wir sind, geht es dann auch weiter. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst doch ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW.
The Burning Crusade. Und auf Wiedersehen.